Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Und ich möchte auch gleich zur Sache kommen. Und es geht um dieses Shirt, Do You Want to Be My Barbie? Wir haben eine Weekend League Challenge. Wir spielen mit einem Allmann, mit einem Full-Deutschland-Team in der Weekend League, inklusive Auswechselspieler. Sollte ich es nicht schaffen, 16 Siege zu erreichen, muss ich unter anderem dieses Shirt inklusive Frauenperücke und Lippenstift, was dazu gehört, anziehen. Damit dann quasi einen Stream machen. Das könnte sehr, sehr lustig werden. Und wir gehen jetzt rein und ich zeige euch mein Team, mit dem ich in die Challenge gehe. Und zwar fangen wir mal an im Tor. Dort habe ich mich für Lars Hunnerstall entschieden. Einfach weil der 1,98 groß ist. Beinarbeit und herauskommen als Greats, also ziemlich geil. Der war deutlich besser als Manuel Peter Neuer oder Marc-André Ter Stegen. Linksverteidiger, der beste Linksverteidiger in Deutschland. Ich glaube, man muss sich nur die Länderspiele angucken. Maxi King, Maxi Mittelstädt. Freunde, 5 Sterne Skills, ist eine Ebo, Flanken-Grade, alles da, super Tatte. Innenverteidiger, unser Jürgen Kohler. Ich glaube, Jürgen Kohler wird auch die Kapitänsbinde erhalten. Mit der Nummer 5, Freunde, super Tatte. Ganz frisch ist rausgekommen. Kostet auch 600-700k, also sehr, sehr teuer. Ist aber richtig, lässt sich richtig, richtig gut spielen. Hat den Waschbär und Blot, hat ansonsten auch alle Defensiv-Grades. Playstyles, Babat hatte. Dann natürlich unser Mann, Toni Rüdiger Abi. Den evolutionieren wir uns gerade. Der geht auf eine 90, bekommt dann auch noch Block. Er bekommt hier Jockey Plus und ich glaube Block. Und also er bekommt noch ein paar Playstyles. Ich habe da erst die Fire-Version von ihm gespielt. Die haben sich aber ehrlich genau gleich gespielt gefühlt. Dann RV, wichtig, dass ich die SPC gemacht habe. Marius Wolf, geiles Player-Model. Richtig, richtig guter Rechtsverteidiger aus der Bundesliga. Dann kommen wir ins Mittelfeld. Dort war die Wahl am schwersten. Ich habe mich letztendlich für die neue Goretzka-Karte mit 5 Sternen Richwood entschieden. Der ist mein Ruud Gullit im Team, in unserem Allmann-Team. Und für unseren Capitano für Deutschland, Ilkay Gündogan. Es hätte dort noch einen Toni Kroos gegeben. Road to the Final ist aber sehr teuer, die Karte. Natürlich noch einen Lothar Matthäus, aber ich sag euch ehrlich, die beiden kosten deutlich weniger und sie sind eigentlich gleich gut. So, ich spiele ja immer 4-3-2-1. Da haben wir Birgit Prinz, Freunde. Die wird gegen den Ball im 4-4-2 spielen. Die macht jeden Kopfball rein, die macht jeden Schuss rein. Mit der kann man sogar Powershots machen. Die hat auch schon 7 Tore gemacht. Birgit, Rekordnationalspielerin bei den Frauen. Superspielerin, sag ich ehrlich. Dann haben wir noch in dem Offensive, haben wir die beste, also einer der besten Karten im Spiel. 500k hat die SPC gekostet. Timo Werner Abi, richtiger 31er. Der trifft und trifft und trifft und trifft. Dann haben wir natürlich den deutschen Ribéry, mein Freund, Tris Abi, Tris Führig, auch gesetzt im Deutschland-Team. Und natürlich Alexandra Popp, muss. Alex Popp. Absolutes Muss in dem Team. Die knallt ähnlich wie Prinz. Jedes Ding rein ist noch ein bisschen beweglicher. Absolut krande Karte, Freunde. Also das Team, wirklich, mit dem kann man was erreichen. 16 Siege sind das Ziel. Ihr seht noch auf der Band, Reus hat eigentlich auch Startelf-Potenzial. Klose und es gibt nur einen Rudi Völler. Einen Rudi Völler. Rudi Völler für die Kopfbälle. Joshua Kimmich, Anton Stach, Real Life finde ich den sehr stark, der hat auch 5-5, der wird eingewechselt. Dann natürlich unser Linksverteidiger bzw. Stürmer für Deutschland, flexibel einsetzbar, Kai Abi, Freunde. Und dann noch Robin Gosens, wenn Maxi Mittelstädt oder Marius Wolf erschöpft sind, weil bei mir im Team wird viel Laufarbeit gemacht. Es wird Tiki-Tata gespielt. Ich erwarte von den Jungs, dass sie die deutschen Tugenden an die Tat legen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ich zeige euch, wie ich mich mit dem Team schlage. Wenn ihr so eine Challenge öfter sehen wollt, dann lasst schon mal einen Daumen nach oben da und kommentiert, mit welcher Nation wir das als nächstes machen können. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere geile Nation, aber die Allmanns werden auf die 1 gehen. Freunde, Allmanns auf die 1 in die Kommentare. In der UT Champions Wochenendliga gegen Yaya Touré. Der hatte
VfB-Wappen. Was ein Ehrenbruder. Erritz. Kuss geht raus an dich. Da, 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 da. Nee, da spiele ich nicht hin. Es ist Skript. Miro, los, komm, let's go. Yes, Leon. Maxi Mittelstädt auf Timo Werner Abi. Timo Werner ist dein Uhrensohn. Wir haben ein Strip-Spiel gewonnen. Yes, so kennt ihr mich. Der Niki lebt noch. Komm jetzt, Elfer knallern. Komm jetzt, Nick Ludi, komm. Da, 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 go, 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 go. Ich spring dahin. Ich springe dahin, Alter. Weiter, komm jetzt. Nein, 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 nein. Nick Ludi jetzt, auf geht's. Ja! Ich bin so da, Lars Unnerstall! Do you hear me? Eigentlich für all das Team, aber es heißt nichts. Für mich die Tunnels. Also im Strafraum, da ist es dran gemacht. Scheiße, weiter! Birgit! Oh, Toni. Oh, schlecht. Spiel doch einmal nach vorne, Nick Ludi. Zu kompliziert. Nein. Also, wie gut ist er im Strafraum? Gegner sind leider brutal. Marius Wolf. Chat, ich glaub dran. Ich glaub dran. Miro, es gibt nur einen Miro-Klose. Einen Miro-Klose. Nein! Abseits! Ich hatte mehr vom Spiel. Der war übel gut, aber ich hatte mehr. Ich hatte mehr vom Spiel. Das war krass gemacht. Ich weiß nicht mal, wie man den Still eingibt. Da breche ich mir alle Finger. Elfer verschossen alles in dem Spiel. Plus zwei. Ja! Yes! Chris, weiter! Da ist der Ball, Joshua. Yes, Mann! Boom! Chris Abi! Noch gar nicht so oft gegen Oberrhein gespielt. Hallo, Weiran, meine ich. Sorry, Chat, es war richtig dumm. Kommt gerade kein Ball an. Hey! Oh! Hey, Chat, der Gegner hat mich gerade einfach, weil er mich spiegelt. Weil er mein Spiel spielt. Er spielt mein Spiel. Was ich spielen will, Seitenverlagerung. Lauf, Timo. Hey! Ey, Testo, jeder Ball ist bei ihm, jeder. Der hat doch gar nicht mal so ein gutes Team. Ah, macht er gut. Macht er gut. 0-4 müssen wir über die eklige Tour. Auch mal die Gegner
Mal kurz nicht rausgehen, ne? Fühlt sich scheiße an, ne? Mann! Völlig losgelöst. Da schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Freunde, Matchbeispiel Nummer Uno. Wir stehen 15-3. Wenn wir 16 Siege holen, dann gibt's nämlich kein Frauenkostüm. Dann gibt's kein Frauenkostüm für mich. Komm jetzt! 15-3. Erster Part. Mamu, wir holen uns das jetzt direkt. Boah, dieser Tschech. Das SPC-Team. Auf geht's, die Allmanns! Auf geht's, die Allmanns! Und Toni, hoch! In der Luft, Toni! Birgit, Maren! Marius! Warum spiele ich so einen Ball überhaupt? Ganz, ganz kacke verteilt. Lauf, Maxi! Maxi King! Übersteiger Alexandra. Ah, Timo! Ich hab dort geschossen! Ah! Birgit! Hab ich, Maxi King. Macht er gut, der Redner leider. Nicht so was, ein Kriegstor! Wenn ich dahin spiele, bin ich der Kaiser von Tina, wirklich. Jetzt liege ich 2-0 hinten und weiß nicht wieso. Und hab selber so Chancen, in Führung zu gehen. Und verliere jetzt zum zweiten Mal beim Anstoß den Ball wie ein. Weltklasse! Masterclass! Spiel ihn auseinander und hol dir die 16 Siege mit den Allmanns. Scheiße. Er hat Eierflattern. Er hat richtige Eierflattern. Ich gewinne das Spiel. Yes! Timo! 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Maxi! Timo! Darf niemals rein. Niemals darf. Jetzt wird's aber skippt. Yes! Auf einmal die Server wieder so schnell und flüssig. Was soll denn das? Also lieber so wie vorhin, aber so unterschiedlich. Spiel spielt sich einmal so, einmal so. Maxi, du musst jetzt noch ein bisschen auf die Zähne beißen, Bro. Ilkay? Jawohl. Hey! Ist doch was. Und jetzt Maximilian Mittelstädt. Super Ball. Alexandra Pop. Wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Ah, ist okay. Unlucky. Super, Leon. Aber runtergehen, die deutschen Tugenden. Beißen, kratzen, arbeiten. Harter Fleiß. Wir kriegen nichts geschenkt, Freunde. Gar nichts. Ich muss ihn irgendwie wieder beschäftigen. Wir melden mal die Pause an. Miro Klose haben wir noch auf der Bank. Superball. Komm, Alexandra. Ist das gut gemacht mit dem Lautrotetta? Komm! Völlig losgelöst. War scheiße verteidigt. Es geht echt in die Verlängerung. Ich glaub das nicht. Ja! Masterclass! Chris Abi! Wichtig.
Da bist du doch. Chris Führig Abi wird zum Matchwinner und allgemein zum MVP. Ich finde den sogar noch besser als Werner. Meta-Teil. Als Linksverteidiger. Du hast deinen Platz bei mir als LV. Guter Ball. Miro. Miro macht mega. Chris Führig! Let's go! Masterclass! Weißt du, die Führig-Show? Die Allmanns laufen mit 16 Siegen nach außen. Was ein schönes Wochenende mit euch. Es hat so viel Spaß gemacht. Am Ende noch ein Italiener weggeölt. Ganz klar führe ich Man of the Match. So wie immer eigentlich. Tim Werner war auch nicht schlecht. Boah. Ach du glücklich bist, Mali. Wir haben unser Ziel erreicht. 16-3. Da ist es dran, wirklich. Wir machen jetzt Rewards auf. Was trägt man denn da alles mittlerweile? Seit wann dreh ich Kampagnen-Mix? Player Pace Chat? Es ist neu. Ansonsten ist Müll. Murat. Moin, moin. Herrliche Packs, wie immer. Patschi. Wie immer. Oh, Frank. Oh. Gar nicht so schlecht. Kostet 80k. Aber kein V. So, jetzt, Freunde, jetzt zählt's. Kampagnen-Mix Player Packs. Da konzentriere ich mich jetzt mal. Mit der Nase. E-Sports, ich hab in Pasquera investiert, die will ich jetzt eigentlich nicht ziehen. Willi Orban, Freunde, Willi Orban. Kommt der doppelte Orban, ich krieg die Krise, ehrlich. Dass du glücklich bist, Mari. Ja! Der Modric und wer noch? Das ist tradable. Ginola. Inshallah! Freunde, Ziel erreicht. Packs. Naja, bisschen Futter. Insgesamt trotzdem Verlust gemacht, weil die Spieler alle gesunden sind. Hat viel Spaß gemacht. Also haut rein. Ciao, ciao.